So Leute, hier sind wir wieder bei einem neuen Video. Heute sehen wir uns auf jeden Fall unseren Freezer an. Und im nächsten Part sind auf jeden Fall Cyborg Nummer 16, 17, 18, 19 und 20. Und ja, wie gesagt, wir tasten uns langsam vor und boah. Wie gesagt, jetzt sind wir erstmal noch bei Freezer. Da ist er, unser Lena. So. Death Beam. Ruhestrahl. Pump up. Den Todesball. 22.000. Naja, okay. Leider kann man sich in diesem Spiel immer noch nicht verwandeln. Das ist kacke. Na gut, ich sag mal, immer noch ist jetzt ein blödes Wort gewesen. Also man kann sich in diesem Spiel nicht verwandeln. Das wird sich natürlich im zweiten Teil. Wird sich das ändern? Da kann man fusionieren, da kann man sich verwandeln, da kann man alles machen. Aber wie gesagt, darauf kann man sich auf jeden Fall schon freuen, wenn wir den anfangen. Beam. Oh ja. Hat er da schon seine Ult? Die er gegen Krillin eigentlich angewendet hat? Ja, lustige Freezer-Zeit. Zeig. Boom. 20.000, okay. Das ist die Ulti schwächer als die von den normalen Freezer. Wundert mich ja. Bam. Oh, gehen wir nochmal zur zweiten Form. Ja, wir haben insgesamt sechs. Achso, das war ja schon die zweite Form. Upsala. Wir haben glaube ich vier oder. Warte mal, nee. Erste, zweite, dritte, vierte ist ja Final, die fünfte. Wir haben sechs Formen von Freezer, weil Mecha Freezer zählt ja noch dazu. Oh, wir spielen sogar gegen Piccolo. Was ein Zufall. Bing. Das ist auch das Coole, der macht ja auch diese Beams hier, das finde ich richtig cool. Meinen Budokai wollte ich gerade sagen. In Xenoverse gibt es ja diese zweite und erste Form gar nicht, warum auch immer. Ob die nie gegeben hat, das ist so nervig. Ich finde das echt schade, was sie immer so die wichtigsten Charaktere in diesen neuen Spielen vergessen. Ich glaube, einfach nur sagen, ach, nur die Final Form reicht ja. Okay. Jo, die fällt ja immer schwächer vom Freezer. Die erste hat 21.000 gezogen, die zweite 20.000 und die hat ja 17.000 gezogen. Also. Ja. Aber ist halt so. Gucken wir mal, ob die. Oh, ich spiele schon wieder gegen den richtigen Charakter. Wie passend. Volle Kraft. 15.000! Magieschneider. 16.000! Deathbeam again! 24.000, das ist ja wenigstens schon mal was. Da merkt man wieder, was Freezer für ein Monster ist. Ja, da sind wir ja schon beim Full Power Freezer. Aber wenn jetzt Super Saiyan Goku kommt, dann würde ich lachen, das wäre cool. Aber naja, ihr habt es ja, wie gesagt, wir bald geschafft mit den ganzen Charakteren. Wo ist denn das schon? Goku. Mini-Goku. Lange wartete 100%. Auch 15.000. Okay, also kein Unterschied. Destructor this. Treffen. Nochmal. 14.000. Ja. Psychokinese.
Freezer ist Mewtwo. 100% Todesball. 27.000. Das war eine coole Attacke. Die gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Freezer dieses Videos. Und zwar Milcha Freezer. Bin mal gespannt, ob der die Supernova als Ult kann. Hatte er sonst immer in den Spielen, sag ich mal. Milcha Freezer gibt es in den neuesten Spielen auch nicht mehr, warum auch immer. Okay, kann den Death Beam als normalen Angriff. So, und die letzte Attacke für heute auf jeden Fall ist eine Super Explosion zu ernsthaft, die nicht mal trifft. Jetzt aber. Ah, 22.000, okay. Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.